Und damit hi und Servus, liebe Leute, willkommen jetzt wieder zurück zu Let's Party Together Dead Rising 4 im 10. Stream. So, heute ist aber soweit hier die letzten Mal aus der Werde hier für Stefan und Holger werden gefahren, beziehungsweise die zwei sind auch schon unterwegs. Genau, ich schaue da jetzt einfach nur mal kurz rein hier. Da. Genau, passt. Mal schauen hier, Tag, Ratio. Moin! Bin ich Hunger im Besuch? Ja. So, Oliver, ist leider. Fast fertig. Ja, das ist Tag 1 gerade. Hey Jörg. Hä? Ich bin echt enttäuscht von dir. Warum? Immer wenn ich um 8:30 Zeit habe, kommst du um 9:30 oder um 10 oder gar nicht. Ja. 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 Warte mal, kann ich dich von hier aus einladen? Nee. Geht ja nicht, weil sich Jahre die Flimpers. Aber wenn du auf öffentlich stellst, dann kann dir jemand beitreten. Dach, Bärchen. Hi, Bärchen. Einladung gesendet. Guck mal, was er macht. Oh nein, ich habe meine letzte Katze gerade platziert. Nein, hör auf zu suchen. Danke. So, warte mal. Hä? Ah, wie die Fliegen. Na, Robin. Tag, Mutti. Oh, lädt schon mal gut. Schweinerei, diesmal habe ich gar keine E-Mail oder so bekommen. Ah, das ist ja. Welche E-Mail? Ja, von wegen, dass du live bist. So? Soll ich mir jetzt Bayern anschauen oder soll ich mir jetzt Jörg sehen? Ich schaue jetzt Bayern fertig. Das spannende Spiel meinst du? Hä? Da ist er ja. Servus. Tag. Kannst du eigentlich immer hier stehen bleiben und warten? Willst du mitspielen? Ich hab eine Ukulele. Ich hab ein Beil, guck. Ah. Ja, oh, ich hab mein Handy nicht gemutet. Hey Stefan, diesmal schaffst du es. Ich bin irgendwo in der Pampa ganz oben. Wie viel fehlt euch jetzt eigentlich noch? Hab was gefunden. Beide. Zwei. Und Holger? Zehn. Du bist wieder vorne dran. Ja, ich hab's gerade gesehen, nachdem ich es gesagt habe. Hat war es der Neue und dann. Oh. Ah. Nein, ich war jetzt vorbei, der Scheiß hier. Hey. Wer ist hier in Discord? Hä, was? Wie, wo, wann, was, was? Ja. Wahrscheinlich meint er wieder die Flippers oder sowas. Ja, auf das hier. Dankeschön, Abi, und so weiter habe ich ja schon geantwortet. Boah, wie effektiv ich war. 0 Punkte, geil. Ja, wie immer. Aber Boss im Ort, da ist keiner mehr, ne? Theoretisch. Nein. Also kann man jedes Mal jetzt eigentlich nur die Zeit erwarten. Ja. Ja. Ne, gar nicht, Bärchen. Weil du das so schön erkannt hast, kannst du erstmal ein Toffifee essen. Boah, ne, hör auf, ich kann gar nichts zu essen sehen hier. Ja, gerade 4 Feuerwehrsteaks gefressen, das reicht. Oh, apropos Steaks, ich muss dir was zeigen.
Wir waren so zwei. So schauen die Steaks aus von uns. Hat sogar denn eine WhatsApp. Ach, bin schon Mia Julia. Ja, jetzt habe ich aber das mal übersprungen. Beziehungsweise ach, was? Mir doch nicht immer zu voll. Oida. Gut, so groß waren meine jetzt nicht, weil wenn ich die vier gegessen hätte, wäre ich jetzt nicht mehr hier. Das sind normale Steaks. Geil. Wenn euch den Film Das Schlosshimmel. Was? Das Schlosshimmel, Alter. Geht lang. Hat mir nix. Hey, Geld hat er noch. Wie geht es mit dem Gesichtskontroll? Also, ha, Tag, Maddy. Hi, Maddy. Hi. Boah, ist das aber irgendwie so. Ja, jetzt bist du ja voll umgewöhnt hier. Ja, extra für dich. Ja. Kann ich denn hier diesen Kindermäher bauen, Holgi? Kinderfahrrad und Rasenmäher. Wo? Also. Aber danke. Kann ich? Da wo Kinderfahrrad und Rasenmäher steht. Mit der Viechers. Jemand einen Witz hören, ist doch gar nicht schmutzig. Also fast gar nicht schmutzig. Na gut, er ist echt schmutzig. Oh, ein Weihnachtsgeschenk. Ah, geht aber nicht, Bärchen, habe ich schon getestet. Das funzt echt nicht. Alles andere geht, aber genau das eine nicht. Sobald du da drauf gehst, kriegst du eine Fehlermeldung. Richtiger Rotz. Die Wolf. Ja. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Piss ab! Gong des Verderbens schlagen. Ja, müssen wir aber nicht, oder? Keine Ahnung, ist das wurscht? Nee. Oder? Nö. Ja, dann kann ich jetzt erstmal gemütlich meinen Kaffee tun. Das ist eine gute Idee. Na, wenn die so läuft, da, Bärchen. Na, dass sie dich auf Konsole, ihr Xbox und PlayStation die Server auch wieder anschauen sollen. Aber keine Ahnung, ob sie es machen. Oder die Trophy rausnehmen. Ja, oder so, ja. Hab ich den ja auch geschrieben, ja. Für
Deswegen sage ich, habe ich gelesen. Keine Blendgranaten mehr. So blöd. Ich hab die Geist schon mal vorbereitet, ne? Für nachher dann gleich so und so. Sehr gut. Dachte ich mir auch. Ah Gott. Vorbereitung. Also das ist glaube ich schnell, Bärchen. Stefan, spul mal die Zeit vor. Ich find's gut. Jetzt geht's ab, ich habe eine Tischtenniskanone. Ja, schaffst du einfach hier mit nix für nix, ne? Da nicht schlecht. Also ich sag sicher, dass ich nochmal nachguckt habe hier. Die Statistiken war tatsächlich nicht übernommen, also die Level und alles so und dran. Ja, aber das ganze Dossierzeug halt. Also Fotos und der ganze Rotz. No. Das ist ja eins, oder? Ja gut. Ja. Die Zombie-Kills, also alles was die Statistik betrifft, ist dort übernommen. Aber halt nicht die Levels oder halt die Kohle. Okay. Kohle auch nicht. Soll ich es lesen haben? Nein. Ah ja.
was es kostet, Bärchen. Meine Güte. Soll ich Spritpreise gesehen? Ja, los, Chef, jetzt machen wir deine Oster fertig. Ich suche hier die ganze Zeit, aber der Holger, der hat irgendwie so eine Cheat Engine wieder aktiviert, dass er die ganze Zeit vorm Loch. Ich suche noch nach einem Unterschlupf. Ja. Und wenn die Zeit gekommen ist, gehe ich sogar in das Loch rein. Mit deiner Größe kannst du reingehen, ja. Ach. Du mit deinen 3 Zentimeter Blei. 3? Logevolle Ballermann-Stimmung. Kommt dann auf sowas. Weil nicht. Meine Frau hat übrigens schon gefragt, ob man Ausscheidungspapiere schon im Vorfeld ausfüllen kann. Mit Datum nach Centerparks. Schau das mal nicht. Der ist schon im Unterstumpf, wo das ich ist Tag 2. Ja klar, Tag 2. Immer an derselben Stelle. Mhm. Scheidungspapier. In der Gaming Zippel. Das habe ich zu meiner Frau schon mal gesagt. Kann immer gehen, wenn sie will. Und von innen raus brauchst du gar keinen Schlüssel. Robin und Bierkapitän. Mhm. Mit seiner Milchflasche daneben. Amskill. Ja. Hey. Krass. Dir mein Tor geschossen. Was wäre? Frankfurt. Frankreich. Ja. Das ist die gleiche Deppe. Na. Ich kann niemand so nicht leiden wie Franzosen. Bonjour. Ach verdammt, jetzt habe ich zurück zur Lobby gedrückt. Uni-freie Woche. Ha! Dauerbesäufnis. Na, Tor zählt nicht. Also immer noch 5-0. Schlecht. Aber logisch, dürftest du heute ein erstes Bier trinken. Schraube. 1-1-7. Ja, war schön mit euch. Ja, nächstes Jahr Malle, oder? Sollen wir nächstes Jahr zusammen nach Malle fahren? Ja, Loki, die Lieder sind noch besser, wenn man so 2 Promille Opfers hat. Dann ist es dir scheißegal, ob es Sinn ergibt oder nicht. Eben. Warte auf einen Trittspieler. Das gibt's doch jetzt nicht. Toll. Ich wollte doch gerade eine rauchen gehen. Super. Danke, Holger. Bitte. Fängt jetzt schon wieder an.
Ja, wir haben ja immerhin schon viermal Erster jetzt gemacht. Für den Holger. Nur. Also nur noch 34 Mal. Noch 5 Runden. Ja. Oh Gott, Geowissenschaften, oder soll ich sowas so durchrasseln? Wer macht Horst? Ich mal, dass du eigentlich. Du? I. Ja. Du kannst es am besten. Ja. Aha. Alles, was den Erdball betrifft. Das habe ich früher als Kind immer gemacht in der Pfütze. Den Erdball betreffen? Ja. So einen Erdball gemacht? Da wieder Episode 1 oder wieder hier? Das ist wieder vollkommen wurscht. Gut. Ja. Einmal gescheit den Lotto gewinnen, aber auf jeden Fall den Finger gekauft, meine. Das ist aber eins, was sicher ist. Und am besten nur ein paar Gunter wollen, muss dann bist du direkt auf hier auf Ballermann. Ballermann. Oder ich kaufe gleich den Bierkönig in Oberbayern. Ich glaube, den kriegst du mit dem Lottogewinn nicht so schnell. Ja, stimmt. Aber früher waren wir oft im Oberbayern drin. Einfach so krank. Mega Park nur zweimal. Da sind zu viele Touristen. Ja, Mega Park waren wir. Oberbayern und der Bierkönig, weil der Bierkönig war genau gegenüber von unserem Hotel. Geil. Super. Ja. Warte ja. Auf andere Spieler. Ich hab's aber hingekriegt, in der ersten Nacht gleich mal in dem anderen Hotel aufzumachen. Gute 2 Kilometer weg vom Bierkönig. Eine Ferienwohnung auf den Balearen. Nur eine Wohnung, ich rede von der Finca. Wohnung. Boah, ich bin alle vergangen, was schlecht wäre. Das ist doch die Anzeige. Könntest du jetzt mal das Spiel starten? Ich muss rauchen. Was sagst du es mir? Du bist doch Host. Oh Mann. Alle Finca ist ein großes Haus. Mit Pool. Ja. Und eine Gasheizung, weil scheiß drauf. Und Klima, Gasklimaanlage. Was eh schon, was Geld eh schon hat, ist ja wurscht. Ja. Oh ja. Ich werd alt. Ja. Hey. Ja, dann bis gleich. Ja.
Heute gibt es viel zu tun. Also, an die Arbeit. Die nächste Mann, deine Einstellung steht. Und dann arbeitet er noch? Ich will den Strohhut hier aufsetzen. Oh, du hast dich gerade gebückt. Goldene Flex. Ja. Ja, auch ja, dir fällt so einmal aus, ne? Oder? Ja. Na, träum weiter. Ach nee, neunmal. Räum da mal auf, sonst kommst Acht du nicht mal. Durch. Ach mal. So gut wie warte mal, angefangen mit 12. Ich guck gleich nach. Wir müssten jetzt noch 8 oder 7 sein. Ja. Hier mal mit Stefan, da sind wir ja schon bei 8. Ja genau. 8 Stück. Ja klar, ich hab doch vor 2 Minuten gesagt, ich bin noch 5 Runden. Bei 2 mal Stefan und 8 mal ich. So. Oh. Was? Ach so. Eine Banane. Dann nehme ich den Orangensaft. Willst du ein paar Untote killen? Klar willst du das. Ach, da ist wieder die Vorschlagsäge. Na komm, ich gönne Stefan jetzt langsam mal sein Erster werden. Ich renne extra darum, also dieses Spiel, wo ich weiß, dass ich nicht Erster werden kann. Man erhält da Erfahrungspunkte. Da. Der kommt, der hat den. Eieiei. Geil, 122 Credits. Geil. Auch beim ersten Mal am Döner, geil. Wer diesen Monat die meisten Zombies. Ich bin auch schon, wenn das große Gepupse bei mir losgeht. Kartoffelbrei und Gulasch. Also, wieso Gulasch? Hä? Ziel gefunden. Überhaupt nicht. Ja, ich meine, wieso dann Gepupse? Kartoffelbrei. Milch. Ach ja. So viel Milch brauchst du jetzt auch nicht. Auch nicht, aber. Das ist ja ein Kartoffelbrei. Das steht bei mir an wie Sau. Hä? Geil, eine Essensbox. Ich habe mal gehofft, hier noch irgendwo vielleicht aufladen oder sowas zu tun. Wodka. Oh Mann.
Naja, zum Glück ist der Typ dann kein Busfahrer geworden. Aha, warum, Luke? Weil ich für 5 Leute spiele. Aber zur Verteidigung, das Spiel ist ja wirklich so eigentlich ganz witzig. Nur leider sind da halt die Hardcore-Leute drin. Das Scheißding ist kaputt! Ja, ich meine Bus, ne? Personenbeförderungsbus und so, ne? Also. Öffentliche Verkehrsmittel. So. Die sind sehr easy. Aha. Ja, bringt ja aber nichts, wenn die Spieler das zu Tode grinden. Ich wollte gerade sagen, was hat das mit Modis zu tun, weil die Gegner hast du trotzdem. Und jeder dann versucht, Oster zu werden. Was ist da dann easy? Also jetzt habe ich letztens, ich gucke ja ab und zu immer noch mal bei Pizmeet rein. Die haben ja jetzt auch wieder mal ein paar Runden gespielt. Also, das sind schon teilweise noch diese Hardcore-Bus drinne. Das siehst du gefühlt, wenn die anderen gerade mal das erste Hindernis überwunden haben, sind schon 5 und 4. Ah, es können mehrere Erste werden, okay? Was? Jo, das ändert sich jetzt natürlich. Okay. Das muss ich auch dazu erwähnen. Lässt das Wichtigste außer vor. Ja, eben. Wollt's auch spannend machen. Gut zu wissen. Wir wollten dich gerade schon wieder schimpfen, dass das keinen Sinn ergibt, aber... Wir haben uns gefällt. Oh, da ist er wieder. Ich steig weiter bei mir. Ne, wir wollten gerade schon wieder unter Luke schimpfen, aber er hat echt mal was Sinnvolles. Aber wie können denn da mehrere Erste werden? Höchstens bei... Ach, wegen dem Teamspiel. Ich glaube, weil es da so einen Teammodus gibt, ne? Kann das sein? Das wollte ich jetzt mir gerade auch fragen. Und wenn ja, wie groß ist dann die Lobby? Mit 10 gegen 10 oder was? Weil 5 Mal in Folge trotzdem noch so werden, ist ja trotzdem nicht so einfach. Was für ein Spiel geht's denn? Folge ist... Ja. Ich frage gerade rum, du darfst erst werden. Das Jahr war wahrscheinlich jetzt bezogen wegen Team. Ja. Weil das habe ich auch gesehen, genau, dieses Squad-Ding. Und ich glaube, es sind 4 Spieler im Team. Und ich meine... Oh, wie viele Teams waren es denn? Keine Ahnung, aber ein paar Teams waren es dann trotzdem. Nein. Wenn es ja dann nur 2 wären, also 50-50 Chance hättest, ne? Dann wäre es ja okay. Sechs versus 6 Diebe und Wächter. Ah, okay, dann wäre es echt einfach. Das ist ja 50-50 Chance. Ich jetzt diese blöde Propeller in dem Kopf, ich kenn's ja nicht mal wirklich. Kannst es bis gestern machen. Miau, miau, miau. Was? Du konntest nicht wo hast du die Katzen her? Ich hab dir gerade aus der Tasche gezogen. Boah, locker. Sicher.
Warte, und erster werden in Rennrunden, ja, es geht von alleine. Was? Na, Schoki? Ach so, ja, ja. Der einzige Knackpunkt bei Vollgas waren vermutlich diese 5 Siege in Folge. Der Rest ist ja Pillepalle. Also, ja. Ich bin mal gespannt bei Street Fighter 6. Also, wenn die gar nicht so was reingebaut haben, so von wegen 10 gewertetes Spiel gewinnen, könnte ich es mir echt gut vorstellen. Bei Street Fighter 5 war auch nicht besonders schwer. Als die Welt noch nicht in Schutt und Asche lag, war ich nie in dieser Mall. Und war halt nur grindy. Die ganze Zeit hier, hm? Ja. Stimmt. Da musstest du ja so und so oft mit der die Ulti einsetzen, die Signature und dann. Verdammt! Ziel gefunden! Oh, bis zwei Tage, na gut, dann nicht. Ach, das ist nur so ein Event-Ding, oder was? Ja, nur zwei Tage drin, die Modis wechseln. Ja gut, das heißt aber auch, dass der Modi auf jeden Fall immer wieder mal kommt. Ja. Das heißt, wenn man sich ein bisschen informiert. Okay, sieht sicher aus. Na komm, Stefan. Du darfst. Noch weiter wegfahren konnte ich von dem Punkt nicht. Ich bin aus da. Nein, au! Warum bin ich dir gefolgt? Weiß nicht. Gute Frage. Oh. Ach, du fährst gerade noch mit den Kindern mehr rum, kann das sein? Ja. Nun, Together ist Eisborn. Oh, je nachdem, wenn das hier noch so länger dauert, hier dann ist Skull and Bones. Weil bis November haben wir Zeit. Gut, das Jahr ist sowieso schon Together vorbei. Ja. Was? Ist unten oder ist das, das unten? Ja, bei den Lebkuchenhäusern. Das Lebkuchen. Ja, genau da. Ich mach uns mal Musik an. Oh, what time it is to ride. Jetzt entspannt euch. Hey, die brennen da im Stadion Pyrotechnik, ob das ist verboten. Was? Das ist ein richtiger Skandal. Ja. Erstmal Energie. Erstmal die andere Toffifee-Packung aufmachen. Und vor 5 Minuten, boah, ich kann nicht mehr zu essen. Ja, jetzt mittlerweile geht's wieder, ne? Was ist denn das für ein Scheiß? Geht's ja nicht mehr raus hier. Aber ich muss sagen, hier diesen billig, Aldi Energy da, den finde ich mittlerweile ganz lecker ohne Zucker. Der schmeckt 1:1 wie Red Bull ohne Zucker. Der im Lidl ist besser. Wie heißt der nochmal? Auch Sio? Ja, ja. Hong Strong. Okay, ja, dann probiere ich den auch aus. Ja, der ist geil. Den trinke ich auch gar nicht.
Weil ich sag mal so, ne, ist billig und schmeckt genauso wie Red Bull Zero. Warum soll ich mir dann das teure Gesöff kaufen, wenn der billige genauso gut schmeckt? Ja, weil Red Bull ist okay. Ja, teurer ist immer besser. Nein. Doch. Das werde ich, das, ne. Auch beim Dampfen nicht. Ich habe mir einmal so ein Premium Liquid, das ist schon lange her, mal für, ich glaube, 35 Euro 60 Milliliter geholt. Hat geschmeckt wie. Oh. Und das Pinkman, was wo du dir 500 ml anmischen kannst, für 10 Euro. Jesse Pinkman. Das ist Jesse? Nein. Wer ist denn Jesse Pinkman? Kennt ihr von, boah, wie heißt es denn? Mit Heisenberg. Ach. Zeugs. Ja, ja. Keine Ahnung. Wer bist du da? Das ist so ein Fallending, glaube ich. Auf geht's! Haltet euch da nicht länger auf, als ihr müsst! Ich bin auf geht's, auf geht's, Freitag. Ist das das, was wir suchen? Einfach, aber vorsichtig. Du musst mir einen Gefallen tun. Kannst du was für mich erledigen? Und vor allem seit gestern was mit den Lamas, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Ich bin gerade über die Mauer drüber gelaufen, hab gedacht, ich hab den Eimer verloren. Hab ich gar nicht. Ach so, ja, jetzt mach ich ja. Also, was ist klatsch mal eh nicht. Oh, die Regenschirme können wir noch nicht schauen. Wenn wir Zombies in Brand stecken, fühlt sich das echt festlich an. Ist immerhin Weihnachten, nicht wahr? Hey, 500er Kombi. GZ. Ja, nur keine Zelllocke, ne? Ich habe ja derzeit so ein paar andere Dinger am Laufen. Aber man muss ja trotzdem mal sagen, ne, für, ich glaube, das war ja damals Free-to-Play. Für Free-to-Play ist voll geil, ist echt gut. Und wenn nicht diese 50-Jährigen wären, die das Spiel tot suchten, wäre das Spiel sogar das Schöneste für Kinder. Für was? Für Kinder? Kinder! Also! Ja, ist fast dasselbe. Einmal drüber wischen. Ja. Ich kann bei dir ja gleich mal drüber wischen. Hab bisher noch nicht gekleckert mit Hoppifee. Sagst du, aber bei einer braunen Unterhose kann man das auch nicht sehen. Oh Mann. Was? Das war jetzt keine Anspielung darauf, dass du geschissen hast oder so. Hm. Du einfach nur, du hast eine braune Boxershot an. Nö. Ja. Schwarz. Tanga.
Ich weiß. Nee. Du mit deinem Tanker hast immer. Ja, ich weiß auch nicht. Meine ist auch schwarz und hat eine grüne Schrift. Weiß. Dein Tanker. Grün ist cooler. Nein. Ja. Schwarz und weiß sind Kontrastfarben, das passt viel besser. So. Dann solltest du mal schwarz-weiß spielen. Na, ja. Auf so einen Scheiß ab, ist bloß Quarto, ne? Oh, Mutti! Ich noch mal den PC ein bisschen leiser. Dann habe ich irgendwo einen Note, wo ein sabbernder Hund ist. Nein. Wundert mich mal nicht, das ist jetzt einfach nur mal ein sinnloses Emote-Ding, ich will nur mal wissen, ob das bei dir auch... Yeah, ich hab ein Tanz-Emote. Das ist ja voll cool. Ja, ne? Weil ich das hab keine Ahnung, ich bekomme gefühlt irgendwie am Tag 5 oder 6. Ja, Mutti, ja. Schick doch mal ein Disco. Also. Oh mein. Chakalaka. Boah, noch so ein bibliothekisches Emote. Ach stimmt, die sind ja gerade voll im Kommen. Ne? Zum Beispiel hier habe ich eins von Don Freeze noch nie gehört und der hat irgendwie meine ganze Emote-Dings ist voll mit dem Sonnen. Wir können ja hier, Brummi, das Ganze noch, mach so ein Pools, Whirlpools und hast du nicht gesehen. Channel in Discord auf. NSFB-Channel. Ja. Was waren denn hier nochmal diese Elektro-Power-Ups? Da musst du ja mit dem Anzug ran und was kannst du denn machen? Ich weiß es gar nicht. Ah, ja, nee. Entweder kriegt er Power oder dann bekommt er verschiedene Moves.
glaube, kann sein, dass der dann verschiedene Moves kriegt, der Anzug. Irgendwie sowas. Oder er kriegt einfach nur Elektro-Power-Ups. Nee. Kommst du nicht da drauf? Ja. Diesen Zero, den hätte ich so gern für zu Hause. Der Megaman, also Megaman Zero. Der rote heißt Zero. Und den möchte ich für zu Hause. Wir sind gerade schon bei dem Punkt, wo wir erster werden müssen. Da ist halt so eine Zero-Figur. Die möchte ich haben. Die ist größer als der schwarze, also wahrscheinlich fünfmal so groß wie ich. Ich werfe mit Edelsteinen nach deinen Fuß. Sehr interessant. Bier und ein Apfel kommen. Das Lied kenne ich sogar. Und es ist ja auch schon alt. Also, ne? Danke. Bitte. Das habe ich früher so versucht, mit Bier und Apfelkorn. Voll leise, wie du abgehst. Ja. Jetzt ist eh Stefan. Ja, der sitzt doch schon seit 3 Stunden hier drin. Nee. Siehst du? Ja, einmal noch. Bis bald. Einmal. Gut, die nächsten 9 Mal ist Holger und dann nochmal Stefan. Oh ne. Oi, oi, oi. Das schmeckt so geil. Und Hühnernbärchen. Oh mein. Du meinst mein Whey-Protein, ja? Mit den Eiweiß. Wenn du das Whey-Protein meinst, das nehme ich von Markus Rühl. Das ist preiswert und da weiß, da ist man, wie soll ich sagen, da ist, das ist wirklich gut, es schmeckt gut, es ist extremst gut und wasserlöslich. Da brauchst du nicht wirklich Milch oder so, du kannst ja wirklich schön einfach mit Wasser machen, es schmeckt immer noch geil. Und ja. Da gibt es auch 2 verschiedene, also für Diät kannst du ein Isolat nehmen. Gibt's auch in Cola-Geschmack und hast du nicht gesehen. Oder du nimmst halt Protein und da kannst du auch entscheiden, ob mit mehr Kohlenhydrate oder mehr Eiweiß und so weiter und so fort. Der hat eine echt gute Auswahl und faire Preise. Der kostet ein Kilo. Boah. Keine Ahnung, wie viel kostet ein Kilo? Ich glaube 26 Euro oder so. Und wenn du das, wenn du 250 ml am Tag nimmst, also dann machst du so ein Löffelchen, was dabei ist, rein. Und bei 500 ml machst du halt 2 rein. Und bei 750? Da ist nicht empfohlen. Also wenn du jetzt nicht wirklich irgendwie Muskelaufbau machst. Also wenn du keinen Muskelaufbau und Sport machst, solltest du nicht mehr wie 500 zu dir nehmen. Ja, wenn ich das will, wie viel Löffel muss ich dann reintun? Ja, dann machst du 3 rein bei 750. Aha. Übel.
und den Namen Markus Rühl, den kennt man ja eigentlich sogar. Bleibt nicht an Markus Rühl. Bleibt in Bewegung. Nur eine verdammte Sekunde. Ich finde den aus irgendeinem Grund, ich finde den so sympathisch. Da, nimmst du das. So viele Bösewichte. Das fetzt. Was hast du denn? Naja, das schmeckt gut, auf jeden Fall. Gut schmecken tut's, aber. Ja. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht nehmen. Warum? Das ist nicht so geil wie das von Rühl, tatsächlich. Ach ja? Ich habe ja. Ja, ich habe schon einen ausprobiert. Ja. Komm mal her. Nee, ich muss doch viel essen. Achso. Bestimmt auch Eiweiß drin. Tommy Fee und macht hier Beratung für. Nee, aber klar, das was Dirk geschickt hat, geht auch. Ist glaube ich auch ein bisschen günstiger, aber halt bei dem Rühl, das ist halt, finde ich, besser. Und das hat mir auch am meisten geholfen. 75.000 Bewertungen, können da lügen. Stimmt. Oder sogar Eiweiß drin. 1%. Wow, wow. Egal, ob du da gucken bist. Da hier steht's schwarz auf gelb. Also wenn da nur 1% Eiweiß drin ist, Bärchen, dann würde ich dir das nicht empfehlen. Du musst halt mehr davon essen. Ja eben, du nimmst halt so einen ganzen Pack. Medikopt 117. Welche, wenn du willst, ich stelle mich jetzt mal kurz sicher, dann kann ich dir kurz den Discord schicken. Genau, jetzt stehe ich sicher. Was schon. Ah. Der ist ja blöd. Genau, falls auch Laktose und so ein Scheiß, das ist alles leicht verträglich bei dem. Also, wo haben wir's? Ich wollte es in Discord schicken. Ja. Genau. Dann ist das perfekt, was ich dir gerade geschickt habe. Da kannst du mal durchgucken, da gibt es ganz, ganz viel. ESN, wieder Designer-Protein. Boah, jetzt aber ja. Ey, hör mir auf. Das hatte ich ja auch eine Zeit lang, dieses Zinni-Mini. Das schmeckt sogar, aber das klumpt wie Hulle. Da kannst du noch so viel Milch oder Wasser nehmen, das klumpt wie Hulle. Und hat auch nicht diesen, also ich weiß nicht, wenn ich hier meinen Mango-Shake davon, von dem da sauf, da fühle ich mich auf jeden Fall besser. Normal, okay, das dauert halt. Muss ich bei Twitch beschweren? Ich kann da nichts einstellen, was die Punkte da betrifft. Dann machst du wie ich das eine Mal einen T3-Sub und dann bekommst du mehr Punkte. Ja, stimmt. Mit dem 25-Euro-Sub, da kriegst du mehr. Nee, mittlerweile nur noch 20. Das kostet keine 25 mehr. Ja, 20 ist ja wurscht. Das ist es mir nicht wert. Ey. Ah! Das sagt er jetzt. Das hätte ich dir gestern auch schon gesagt. Ja, brauchst du noch Kindermeer-Kills? Ah, okay. Die 200 habe ich. Gut. Oh Mann. Da habe ich gerade einen Marathon, der kommt da mit seinem Rasenmäher um die Ecke. Kinder. Rasenmäher. Ist mir die Sonne. Nee, falsch. Kinder. Oh Mann. Hey! Wer hat hier meinen Topf hier angehakt? Oh, Stefan. Let's go. Okay, in der Ecke.
schmeckt mir nicht, kannst du haben. Hm. Hast du keinen Mixer? Let's krieg Bob. Zweimal Zucker, ey. Bits und Bob. Ja. Das ist der sogenannte Wurstblinker. Den bräuchte man wirklich so, aber für zu Hause. Und neben dem PC. Oh, ich hab Hunger. Drückst du einmal drauf, kommt so eine Wurst in den Hals geschossen. Kaffee. Ja, wie gesagt, ich bei denen, egal welche Sorte du nimmst, du schüttelst da für 10 Sekunden, dann ist das Ding fertig. Ja, Jörg, bei dir sind es 3 Sekunden. Also lach nicht über 10. Oh Mann. Weißt du, Holger, es sind immer noch Kinder anwesend. Reiß dich zusammen. Ja, dann geh halt aus dem Party-Chat, wenn es dir zu erwachsen wird. Ich meine, nee. Ich weiß, wie du weißt. Oh, ich habe einen Staubsauger gefunden. War das der Stuhl oder war das dein Hintern? Der Mund macht aber komische Geräusche. Hey, Vöglein. Ich lasse dich hier sogar Erster werden. Ich bleib hier in dem Bekleidungsgeschäft. Ja, sei, du rührst auch gar nichts. Das. Was? Der hat doch so eine... Ich dachte, der hat 18. Keine Ahnung. Ich dachte aber schon. Aber das mit dem Soja, ja gut. Ich weiß ja nicht. Gutes Protein ist aus Käfern. Ja. Ist was? Ich hab das gerade nicht verstanden. Käfer. Aus Käfer. Okay. Von sich besser Box. Wir brauchen einen Schlafplatz. Wir suchen uns einen. Lachen! Keine Ahnung. Willst du ein paar faulige Köpfe einschlagen? Macht Spaß. Hallo, der Lu. Hi, Lu. Servus. Ein Hobbyschlag. Gefunden.
für euch. Nee. 40 Jahre die Flippers. So, Stefan, jetzt Rinder. Was, ich muss jetzt noch hinfahren. Hier ist das Fällchen vor dem Kamin, auf dem immer gepoppt wird. Mutti? Kling. EZ. Damit habe ich jetzt endlich geschafft. So, Story jetzt, oder? Echt schlimm. Und ich kenne ein paar Juggalos. Ich bin fast bei Eisbund. Sag dem Sandmann Hallo. Aber nur, wenn er kein Zombie ist. Oh, jetzt hast du mein Feuerwerk kaputt gemacht. Wer, ich? Ich hab gar nicht gedrückt. Du bist reingekommen. Ich hab gerade alle meine Katzenkisten auf den Boden gestellt. Das erklärt, warum es so gerumst hat. Doch, Holger muss doch Muni. Aber hallo. Aber auch nicht mehr viel. 4,5 Runden. Ja. Dann darf ich jetzt kurz mal ab, ne? Nö, du bleibst. Ja, ja, bis später. Doch, ja, das war klar. Ja, dann bis gleich.
Na toll. Ich habe gerade auf Wiederbeleben gedrückt und du bist trotzdem gestorben. Oh. So. Okay. Hey, ich habe dich ja immer wiederbelebt. Oh. Danke. Wo sind denn die Scheiße? Ja, die sind halt jetzt oben. Also mein Anzug ist hinüber. Ja, ist noch halb voll. Ich suche euch einen Schlafplatz. Ne, hier oben ist nichts. Wie essen Sie rum, hä? Hi. Ja. Willkommen zu Hause. So, Olga, lass knacken. Bin du schon drin? Oh. Ich mach jetzt genau das, über was er sich gestern und oder letztes Mal beim Bisse beschwert hat, weißt du? Ja. Ah, ja. Ich hab genug getötet. Basement Camping. Wie viel brauchst du jetzt noch, Holger? 8. Oh. Die Ründchen 2 Stunden. Wow. Ja, passt. Das Ende ist nah. Echt jetzt? Ich dachte, dieses Schildkröten-Alien sei mir egal, aber plötzlich habe ich seine Gefühle. Was? 5? Und ich fühle mich wie ein verdammtes Monster. Jetzt muss ich meine Gefühle dem Blauen. Das ist ja noch besser. Ja. Exzellent. Ihr enttäuscht mich nicht. So. Jetzt ist sie weg. Weg. Ah ja, draußen auf der Terrasse hier, Dächchen, gehört hier richtig gutes Zeug. Oh Mann, das sieht so verballert, ey. Für 12,99 richtig gutes Zeug. Glückwunsch zu einem neuen Bestwert mit 25.000 Punkten. Aha. Hoppala. Oh, zapf dich! Da war ein Knallfrosch. Knallfrosch. Moin, Jörgi. Die Autogrammkarte ist immer noch nicht da, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Sie vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ja, moin, Jübi, danke dir. Ich weiß, glaube ich, ja, warum. Hat er noch nicht lustig. Ja. Wow. Warte mal. Schau wirklich auf. Ich habe ja hier die Zeit. Na, so, Holger macht das Ding ja alleine hier. Ja. Warte. Warte, hatte du denn da? Ich hab's gerade eigentlich nur aus Spaß gesagt, ne? Ja. Oh, hier ist er wieder.
geil. Auch wenn es schnell kaputt geht und unnötig Kohle, egal. Ja, geht's, Herr Tübi. GZ, welches denn? Ach stimmt, Spider-Man 2 könnte ich eigentlich auch noch auf Platin machen. Hab ja noch den, das PS4-Spielchen. Auch daneben. Du musst hier einige Gegner ausschalten, sonst wird's echt schwierig. Nur weil ich's erledige, heißt das nicht, dass es mir auch gefällt. Hm. Ey, Jörg, guck mal. Hä? Einmal habe ich eine Das ist die Blanka-Maske, oder? Präpariert und das Kabel voll aufgedreht. Als genug Zombies da Boah. Waren, Blanka. Sie in die Luft gesprengt. Die ist geil. Boom. Ach, Eifel. Ein Bluder wird dir. Ich mach's wieder gerade noch nie. Wow! Wie cool ist das denn? Was? Der kann sogar die Blanka-Rolle. Krass. Ja. Also, es geht. Guck mal. Jetzt hätte ich aufgepasst. Ja. Boah, ich bekomme da immer sofort Bock auf Street Fighter, ey. Oh, zapft es! Aufgezapft. Das ist aber geil. SPD auf und Sido, ne? Oder sowas. Drei Tage wach und ja, doch. So kleiner als drei. Und so kleiner als drei. Toll. Wo war ich in der Nacht von. Eieiei. Ja, deine Eifel. Kleiner als drei. Oh, ein Pümpel. So. Erinnerungen hinzugefügt. Schade, dass die so schnell kaputt geht. Alter, bei uns regnet. Ja, bei uns auch. Bei uns gestern Geil. Abend so gegen drei. Ja, im Osten vielleicht. Westen. Hessen ist immer noch Westen. Alles außer Bayern und Baden-Württemberg ist Osten. Ich dachte gerade kurz, du sagst China. Oder? Was sagst du, Jörg? Ja. Der sagt nichts, der stottert. Aber die. Aua.
Hey! Fährt er mich wieder über den Haufen hier? Es hat mir mehr wehgetan als dir. Oh Mann. Naja, haben es ja bald. Na. Ja, viel Spaß noch, Hübi, na? Oh, Vikings, gute Serie, viel Spaß. Spoiler, Dumbledore stirbt. War das nicht Game of Thrones? Ach stimmt, ich verwechsel die beiden immer. Hey, wo gibt's hier so ein Exosuit? Ich habe jetzt die Dinger gefunden. Unten. Die Power. Bei den Rolltreppen in der Nähe. Ein Stück besser, bitte. Oder war das die andere Rolltreppenseite? Aua. Aua, aua. Nee, Harry wechselt zur anderen Seite und heiratet Ron. Das Ende fand ich auch ein bisschen schade bei der Staffel, aber mei. Jetzt ist es so dumm wie jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich es anders genug gekriegt habe. Nach dem Museum. Teil 1, oder? 2, oh, der ist nicht gut. Ja, ich rufe da am Montag an und lass mir den neuen zuschicken. Weil unser Receiver, der macht jetzt nach anderthalb oder zwei Jahren langsam Macken bei der Telekom, da wollen wir uns den neuen da holen, diesen kleinen Würfel da. Ja. Der hat aber irgendeine Nachteilung, was ich nicht geholt habe, ich weiß auch nicht mehr was. Kleinere Festplatte vielleicht? Nee. Ja gut, dann falls es dir wieder einfällt, dann schreib's mir oder sag's mir, weil wenn der Nachteil gravierend ist, dann... Wäre ja doof. Band ist da noch mal, ja. Ja, meinst du die Magenta TV One? Weiß nicht, das ist so ein kleiner Würfel auf jeden Fall. Oder auf jeden Fall kleiner als das normale Ding. Ja, es gibt ja ganz klein den Bonn. Das ist ja. Und da gibt es ja die Magenta TV Box, das ist ja die größere. Okay. Ja, mir wurscht einfach weiter halt. Wahrscheinlich mal die für UHD, ne? Nö, also Ultra-D haben wir ja gar nicht.
Star. Wie gesagt, ich weiß das nur von meinem Vater. Der hat gesagt, die haben so eine Box und da habe ich mal ganz kurz nur überflogen. Hab mir die, hab ein Bild gesehen und dachte mir so, ja. Das ist zwar jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, aber. Hauptsache, du kommst mir jetzt nicht mit sowas wie, der verdreht sich mit der Fritzbox nicht oder so. Ich sag Bescheid, wenn ich was gefunden hab. Bleibt am Leben. Nee. Mann, das ist dem Ding da. Mein Rollstuhl ist kaputt. Kann mich jemand abholen? Und hast du es geschafft mit so einem Exosuit da, so einem Automaten? Ich habe keinen gefunden. Was war denn das mit der Karre da? Ach, stimmt. Okay, ich hab was gefunden. Die Festplatte, was da drin ist, die ist nicht kompatibel mit dem alten Receiver. Das ist eine andere Festplatte. Und da werden die ganzen Aufnahmen weg. Ach so, ja gut, das stört uns nicht. Ja, das war's. Weil unser ist halt jetzt sowieso schon langsamer und wir müssen immer wieder mal löschen. Und ja, das hilft tatsächlich mir. Wir haben nicht mal so viele Aufnahmen mit drauf. Der ist einfach langsam, der kackt sehr oft ab bei uns. Scheiße, jetzt. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Weihnachtsgeschenke. Also ist so, dass der hinten komplett Not ausmachen muss. Zu Weihnachten sein? Ja. Nein, vielleicht will Hammond es ja haben. Ja, no, das war's bei uns. Ist, aber, ja. Aber ich sag mal so, 2 Jahre hat der Receiver gehalten. Wenn so lange denen ihre Router gehalten hätten. Das ist richtig, ja. Da hätte ich ja nicht gemerkt, weil alle 2 Jahre einen neuen Router von der Telekom, da sagt ja keiner was. Aber nicht so ein Kack hinter hier, ich hatte ja 4 Stück, glaube ich, in einem Jahr. Stimmt. Ich muss nur mal versuchen dran zu denken. Warum ist denn das so laut? Was denn? Sonst ist der Fernseher immer übelst leise und jetzt ist er übel laut. Okay, da gibt's so einen Knopf, da kann man lauter und leiser machen. Nee, doch. Der ist kaputt. Blaubeeren, geil. Die nächste Schrotflinte. Mann, deine Zauberstab, Wingardium Leviosa. Ich muss mir mal Blaubeeren aus dem Kühlschrank gucken. Wie kommst du jetzt auf Blaubeeren? Ich hab gerade den Kühlschrank aufgemacht und mir ein Bild rausgeholt und da stand Blaubeeren. Ich hab ja eh Zeit. Warten ja alle noch auf das Wingardium. Geil. Oh, Chili Cheese Pommes. Geil. Ich stell mir gerade den kleinen Klatzigen vor mit so einem Zauberstab, wie er da steht und sich freut. Du würdest dich genauso freuen, wenn er ein nettes. Gruldet nicht, sonst kriegen euch die Zombies. Leviosa! Da ist der Honigtopf! Du musst ein Foto für mich machen. Es gibt gute Gründe dafür. Mach schon! Ha, das ist alles? Ha, soll ich es noch einrahmen? Chili Cheese Pommes? Wow! Alter! Die Ulti von dem Zauberstab ist ja sogar hier, Wingardium Leviosa. Das sagt er zwar nicht, aber dann fliegen die Viecher alle in die Luft. Das ist ein Ding.
Geil. Bam. Ey, ich hab mir doch mehr Zauberstäbe gekauft, her damit. Vingadium. Wer diesen Monat die meisten Zombies killt, bekommt einen Tag frei. Hey, 50 Gegner mit dem Zauberstab getötet, von 100. Ja, GZ. Ja, da machen wir jetzt die 100 noch voll, dann haben wir wieder... Also Solo muss einen Anfall kriegen, das wird nix. Das ist dann zu hart, Solo. Solo geht's auch nicht. Ich bin Solo. Ich bin Solo. Du musst ja Erster werden. Ich bin auch, ja. Solo. Scheißegal. Das liegt genau. Ey, das finde ich nicht mal ganz so schlecht. Oh Mann. Manchmal halte ich kurz inne und denke, ach, das wird schon wieder. So bin ich halt. Ein kleiner Sonnenschein. Hey, 100 Gegner mit dem Zauberstab gekillt. Dum 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 da 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 dum 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 da da dum. Aber wenn es dir jetzt nicht um die Trophäen geht, also Story kannst du auf jeden Fall sehr gut so machen. Aber halt dann nicht auf die Trophäen. Hey, da hat jemand auch den Zauberstab, ja? Nein. Ich höre nur erst so blub 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 blub, dann gucke ich aufs Handy. Ah, Zauberstab, 50 von 100. Ja, ja, kann man gleich mitmachen. Gib's doch zu, du wolltest einfach nur endlich mal deinen inneren Harry Potter rausfinden. Nein. Den hat er jetzt nicht mehr auf dem Kopf. Den verstehe ich nicht. Thank you.
Lauf doch. Hä? Was ist denn? Oh Mann. Alter. Diese Fragen da. Wow. Der Name dazu sagt ja aus. Ja. Oh, nach Loki, okay, ne? Bis moin oder so. Ja. Gummibär. Nee, das wollte ich nicht. Hey, fick dich, Mann! Wie viel wird es sein noch? Jetzt habe ich nicht mehr aufgepasst. 5. Nee, na, jetzt 4. 4 sein. Hm. Und beim nächsten Mal dann 3, glaube ich. Ah. Was? Boah. Was ist denn das, wenn er noch schnell rauskommt, oder? Nee, ich hab's mir aufgeschrieben. Boah. Du kannst schreiben. Aha, ganz coole Angelegenheit. Boah, wir haben schon fast Zünde. Ich muss ja wieder umdrehen. Nö, ich kill gerade ein paar. Warum? Weil ich das Killfeuerwerk ziemlich cool finde und deswegen noch ein bisschen. Ja, ich denke, hier ist es. Aber ich weiß ja, wo es ist. Das war so klar. Ach, ich habe keine Schusswaffen. Alter, wie viel Schuss du jetzt mit dem Laserstützer hast, wenn du das gespielt hast? Ja.
Na, wo bleibt denn der her? Fährt mit seinen Kindermäher wieder rum. Ah. Dauert, ne? Hä? Was war das? Ihr könnt dort schlafen, aber lasst das Funkgerät. Da hat er wohl den Disconnect. Jawohl, ja. Ja gut, dadurch auch fertig ist, ist es ja nicht ganz so schlimm. Ach so, dann mal ist es doch. Ja. Stromausfall. Nee, lass mal. Nee, hat Stefan geschrieben. Lol. Ja, wollte ich jetzt auch sagen. Stromausfall. Mm. Ja. Ey, du brauchst gar nicht zuletzt sein. Was? Deine Pipi-Pausen werden komischerweise bei dem Multiplayer ganz schön lange. Ich war gerade nur kacken. Achso, okay. Ja. Weil das ein Gramm, ne, Eiweiß da, in der Topf hier, das haut ganz schön durch. Ja. Aber was ich ziemlich gut finde, weil ich muss ja trotzdem wenigstens so alle 3-4 Tage auf die Waage. Ich kann mittlerweile mein Gewicht wirklich perfekt halten. Und darüber bin ich ziemlich froh. Und vor allem, ich kann so viel essen, wie ich will. Ich finde das mega. Und das Eiweiß dazu ist halt auch geil. Wenn ich das mit Milch trinke, dann bin ich auch erstmal satt. Ja. Komm, erledigen wir das! Auf Horst warten. Gibt's was Schönes? Laser, Gandalf, Kriegshammer. Ja, hat man aber schon alles. Der Defibrillator kommt, da nicht mehr so eine Zweifel. Ach ja. Hä? Ich habe mir eine schwebende Laterne gekauft und einen Goldbarren und ich kann nicht die goldene schwebende Laterne bauen. Tja, also schwebende war nicht die. Ja, das war nur dieses blöde Plastikding, genau. Ja. Da darf ich gerade auch mal kurz ab, ne? Ja, lass mich nur alle alleine. Ja, die bin ich ja schneller wieder da. Was? Schon wieder? Ja, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja? Du musst hier einige Gegner ausschalten. Na dann, bis gleich. Oh, bis gleich.
Wo ist denn das? Da kuscheln gerade drei Zombies mit mir. Oi. Ja. Jo, ich fahr gerade rum, deswegen sehe ich es nicht. Ja, ja, macht doch nichts. Danke, danke. So, drei waren es doch, ne? Drei oder vier, aber ich glaube drei, ja. Ich kann es mir echt nicht merken. Ich auch nicht, deswegen fahr ich gerade nochmal. Ja. 40.000 Zombies getötet. Ich muss jetzt sagen, wenn er seinen Strom nicht wieder kriegt. Naja, das hatten wir jetzt die letzten Male sehr häufig so, dann war das Wetter auch wirklich mal für eine Stunde weg. Also, echt? Ja gut, aber ja, das hatten wir jetzt mehrfach. Okay. Weil die da unten bei der Schule bei uns bauen, weißt du, und da sind halt immer viele Kabel und so. Aber schlimm ist es ja nicht, ich meine, wir machen ja eh nur hier gerade das einmal erste. Ja. So, ich meine, danach dann, ne, wenn er dann immer noch nicht da wäre. Genau. Weil dann war's das mit Story. Ne. Ja gut, aber dann hätten wir dann trotzdem das erste fertig und könnten dann halt morgen direkt starten. Ja. Du, zur Not sitze ich halt auf Watch Dogs, was soll's. Aber so, dann dauert das nicht. Ja, glaube ich heute. Dann sind wir hier endlich fertig. Ich habe ein Videospiel, das auf mich wartet. Mit Space Marines oder so. Egal. Das Wichtigste ist, ich muss da ein Alien flachlegen. Ey, ich hasse es. Dann hast du endlich mal die Möglichkeit, die Ulti voll zu kriegen mit diesem Kilowatt und dann zündest du sie und fährst dann irgendwo gegen und kannst nichts damit killen. Ja. Ach, hast du auch rein? Ja, ja. Hi. Servus. Oh. Au. Ups. Wow. Ah, geht noch. Dein Glück, sonst wäre ich dir jetzt hinterher gerannt. Aber bald vorbei. Juhu! Monster Hunter World kommt näher. Ich wollte gerade sagen, also Visitoren tut's dann auch noch. Ja, ja. Ah, ja. Längst vorbereitet, Geiz sind offen. Ja. Weil diese zusätzliche Tab im Browser, ne, was ist, was der Strom frisst. Ich würde etwas Abstand halten. Ich hatte einen alten Burrito zum Mittag. Weil du dir darüber so viele Gedanken machst. Ja, ja. Und wie? Wie hat das? Die erste Aussage von dem Habeck, genau. Man soll doch hier keine Pools mehr befüllen. Ja, genau in dem Moment hatte ich einen Gartenschlauch in der Hand und machte einen Pool für die Kinder fertig. Ah ja. Soll keine Pools mehr füllen, aber weißt du, kaum sind sie zu Hause, gehen sie erstmal in ihren Whirlpool rein oder sonst was. Ja. Da ist mir Latte. Das ist schon ein bisschen. Jetzt ein Latte. Mit Macchiato aber. Boah, jetzt können die es aber schaffen, weil ich weiß, wo das ist. Ich habe einen Exosuit. Und da renne ich jetzt mal hoch an so einen Automaten. Ich will jetzt wissen, was das macht.
hier? Hab fast einen Unterschlupf gefunden. No! Bevor die Energie von dem Anzug weg ist. Oida! Ich wusste es. Was? Ja, das sind halt so ein paar Extras jetzt, was der Anzug hat. Nicht Energie auffüllen. Also ja, ist ganz cool, allerdings bringt es dir halt herzlich wenig, wenn die Anzüge so meilenweit weg von denen. Von den Power-Ups sind. Ja. So. Doch, ich kann ja auch wieder rausgehen. Ruht euch aus, wenn ihr könnt. Da. Ah. Überweisen wollte ich noch. Das war's. Oh, aber jetzt mache ich einfach nur mal kurz das Headset auf stumm und gehe selber mal finden. Wie? Ja, ich muss schon, seitdem es der Stefan das erste Mal in den Rauchen gegangen ist, und das war ja vor 2 Stunden. Ja, stimmt. So. Alter. Was denn? Tat gut, hä? Aber sowas von. Die Coke Snow, die treibt ohne Ende, ey. Oh, sorry, Weihnachtsmann. Gebt mir den blöden Weihnachtsmann. Keine Ahnung, ob man mit den Kills braucht. Bombe, Bazooka. Oh Jörg, da kann man was Schönes kaufen. Und vor allem, ne, so als Pro-Tipp, du kannst einmal so machen. Ja, wie ging das? So. Wieso geht das jetzt nicht? Warte.
Ja, jetzt. Sieht er in die Hand vor, Ole. So. Ey, ich kann mir aber die Waffe übelst gut in so einen richtig schönen, schlechten Weihnachts-Action-Film vorstellen. Ey! Aber geil wäre schon, die Kohle auch mit übernommen wird. Das wäre mega. Okay, ich würde mich dann ein bisschen ärgern, weil ich habe nicht mehr viel. Ja, war 230.000 oder irgendwie sowas. Ja, ich bin rund auf unter 100. Oh, okay. Aber wie lange ist denn da theoretisch die Story? Weil es sind eigentlich nur 5 Fälle. Also, wenn es jetzt nur um die Story spielen geht, boah, eigentlich, wenn man durch fast nicht dann. Also wenn man wirklich nur Story macht, ohne die ganzen Baupläne und so. Boah. Ich will es jetzt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde sagen, maximal, aber wirklich maximal 20 Stunden würde ich jetzt sagen. Weil zum Beispiel Fall 1, wenn du da wirklich sagst, wir machen nur das, was die Story dran. Eine Stunde, anderthalb. Oh, okay. Oh, ja. Muss ich jetzt sagen, ich hab das Spiel noch nie komplett durchgespielt. Weil irgendwann wird's halt alleine dann doch langweilig. Aber lang dauert's nicht. Aber halt mit den ganzen Fotos und das ganze Sammeln, da würde ich schon sagen, dass wir da noch eine ganze Welle dranhängen. Ja, ja, das ist eh klar, ja. Aber ja, theoretisch machen wir dann den höchsten Schwierigkeitsgrad, dann wird das auch die letzte Probier dann sein, die wir allgemein brauchen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der Run ziemlich schnell geht. Ah.
Ah, ich gehe wieder in meinen Lieblingsladen. Da gibt's hier nicht so schöne Musik. Oberteil, also langsam sieht schon, da kommt dann doch ein bisschen. Ah, sitzt du etwa nackelisch davor? Ja, Oberkörper frei. Ah. Ja gut, bei mir sieht man es nicht, deswegen hast du ja auch nur keine Hose und keine Boxers mehr. Nein. Ich glaube, irgendwann vergisst du die Cam auszumachen oder ausstehen. Und dann singt der Chat Jingle Bells. Oh ja. Je nachdem, wie schnell der aufstehen und die Dinger nach vorne schlagen, dann ist eher Hellspurs. Ja. Ja. Gut, bei deinem Alter sind das ja schon die Glocken von Notre Dame, ne? Aber mittlerweile klappt mir das Dampfen auch wieder gut. Ich habe heute 3 Kippen bisher geraucht. Jetzt rauche ich gleich die 4. Boah, ich komme langsam wieder weg. Aber das Ding, was ich zurzeit dampfe, das ist aber auch eine Nebelmaschine. Das ist so brutal. Ja. Aber das Beste war immer noch die Brunhilde, wo ich eine Bequem drin hatte, auf 150 Watt. Oh. Die hast du jetzt nicht mehr, oder was? Die habe ich schon noch, aber ich verwende halt jetzt einen anderen. Also. Meine Brunhilde gebe ich nicht her, das kannst du knicken. Scheiße, mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Weihnachtsgeschenke für euch, Penner. Sind da nicht mehr drin, ne? Was soll's zu Weihnachten sein? Nachgucken. Das Ding da drüben? Nein? Vielleicht will Hammond es hier haben. Schön, wenn die Schulter werfen. Ja, das ist taktische Gewichtsverlagerung. Ja, ne? Und dann die Spitzhacke in die Hand und dann hei ho, hei ho. So, theoretisch danach noch eine halbe Runde und dann hab ich fertig. Ja, ich hab fast gesagt, okay, je nachdem, Stefan hat sich nicht mehr näher, nicht? Weil der so sagt, weil ich hast ja immer gemütlich ja eine Runde dampfen, ne? Ja klar. Und dann mal gucken, ob er sich bis dahin gemeldet hat, oder? Ja. Genau. Sonst mach ich halt Watch Dogs weiter. Ja klar. Aber ich kann mir besseres vorstellen als zum Wochenende sturmfrei und dann Stromausfall. Das ist so assi. Ja. Ich glaube, da würde ich durchdrehen. Weißt du, mal so in der Woche ist es ja nicht schlimm, aber wenn man dann schon was sturmfrei hat und zocken kann und gucken kann, was man will und alles so dran und alles. Werdet ihr müde? Ich suche euch einen Unterschlupf. Ja. Aber Hearthstone heute war, wie gesagt, war auch witzig. Also mega. Das Spiel ist so schlecht geworden. Da ist also, du kannst noch so ein gutes Deck haben. Da ballert sich zum Beispiel, gibt es ja jetzt in dem Spiel Hearthstone einen Dämonenjäger oder einen Priester, ballerst du dich einfach die ganze Zeit mit Heilung voll und dann kriegst du die Kombo für die OTK hast, also sprich, dass der Gegner instant stirbt. Du musst eigentlich nur die Combo in deinem Deck haben und genug Lebensraub. Und dann kannst du warten, bis du das halt die Combo aufgehört hast und dann hat der Gegner verloren mit beiden Starter. Das wird ein Bullshit. Da brauche ich auch kein Kartenspiel spielen. Nee. Was ist das für ein Bums? Deswegen, der einzige Konter gegen sowas ist halt tatsächlich sowas, wie ich mir heute gebastelt habe, so
so ein Deck, was wo jede Karte so wenig kostet, wie sie geht, also einmal oder zweimal und dann halt schön ins Gesicht hauen und hoffen, dass du den schnell genug Blatt kriegst. Wow. Das ist einfach nur Bullshit. Ja. So was Geiles wie die Karte Ragnarok, was 8 Mana oder 10 Mana kostet, was es damals gab. Wenn es die jetzt noch geben würde, die Karte im normalen Modus, würdest du die niemals sehen wegen OTK. Das finde ich halt schade, weil für so kostenloses Spiel habe ich halt immer wieder mal reingeguckt und gespielt, aber jetzt. Ja, ich habe es auch die ganze Zeit gespielt. Also direkt zu Release, sage ich jetzt mal. Ja, vor allem auf dem Handy habe ich es ganz gerne noch gespielt zwischendurch. Ja, auch, ja. Das Diablo habe ich mal kurz ausprobiert auf PC und auf Handy und habe es auch wieder runtergeschmissen. Ja, teilschlecht ist nett, wenn man halt den Aspekt da ja vor dem hier Pay to Win, if you are lucky, weglässt. Ja, an sich ist schon geil. Aber ich bin davon abgesehen eh kein großer Handy-Spielefreund. Außer mal kurz zum Ausprobieren, ansonsten hatte ich auf meinem iPhone noch kein einziges Spiel. Na, schon so ein paar, aber auch nicht lang. Wenn man da so in 1, 2, 3 Tagen und so hast du nachher wieder runtergeschmissen, Alter. Ja, das eine Star Wars Game oder Marvel Game spielst du ja noch, oder? Oder spielst du das auch schon gar nicht mehr? Nee. Das ist so ein Elder Scrolls. Ab und zu noch. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt auf dem Handy. Doch, hast du gesagt, hast du auch gespielt. Elder Scrolls Blades. Okay. Ja. Ach, das Blades, ja. 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 Genau das. So, wie wird es auch? Einer ist schon klar, zu fehlen. Das Ende der Welt und so. Aber du brauchst eine Dusche. Guck nochmal, aber es müsste einer sein. Jo. Ja, das sollte doch machbar sein, würde ich behaupten. Schrei's nicht. Schrei's nicht, sonst habe ich wieder Disconnect. Die Schallplatte haben. Ich auch. So. Gandalf, Laserschwert. Ah. Na, ich kaufe mal nichts. Ist zwar eh wurscht, weil die Kohle weg ist, aber. Keine. Ja. Ich bleibe jetzt auch nur noch hier stehen und warte jetzt die eine Runde ab. Achso, na dann. Ja, du kannst ja killen. Oh. Boah. Ich rauche ja gerade noch nebenbei gemütlich, trinke ein bisschen Energy. Wäre trotzdem ungünstig, wenn der Sprung jetzt bei Stefan echt länger ausfällt, weil jetzt habe ich mir wieder ein Energy ausgemacht, das heißt, so schnell schlafen kann ich auch nicht. Ja. Oder ich sag mal, bei Watch Dogs sind ja eigentlich jederzeit aufhören. Gut, Tomb Raider auch, das ist auch nicht tragisch. Also, auch von den Games her, können ja jederzeit aufhören. Gut, Watch Dogs halt je nach Mission, und muss ja erst kurz die Mission beenden oder so ein Scheiß. Oh, ja, Tomb Raider zum Lagerfeuer latschen. Mir gefällt der erste Teil trotzdem extrem gut. Der ist mega betrieben. Das Einzige, was mich stört, dass man, ich glaube, das hat man zwei oder dreimal mit dem, dass die sich ein Rohr in die Hüpfen jagt. Am Anfang war es ja, glaube ich, der Ast oder so ein Mist. Das ist zwei oder dreimal nicht viel, aber ansonsten nicht. Ja. Also bei dem Teil, gestern war ich auch gut überrascht. Also. Ich habe den auch schon mehrfach gespielt, aber jetzt habe ich den halt irgendwie verpassen. Wenn du halt halb bist, du musst ja wirklich nicht die ganze Zeit darauf achten, dass du passt bei mir, wenn du halb bist, darauf achten, dass ab und zu mal auf den Kenne guckst, dann ist das easy. Ja. Dann musst du auch nichts nachfahren, also nicht irgendwie nochmal Spot, damit du die Waffen aufmachst in dem Spiel oder so, musst du gar nichts nachfahren. Halt irgendwie die, jetzt sag schon. Ein Grab musste ich noch mal rein, weil da ist ja am ersten oder zweiten oder was das war, ist da so eine Wand.
Sammelding. Und allgemein die Sammelflüsse und den Bunzen machen. Ja, so. Oh. Hallo, du hast aber zu mir rumsteigt. Okay. Da kommt der Ende, der mich gerade gejuckt hat. Ah. Und ich habe alle Herausforderungsdinger und hier Rätseldinger außer eins. Da habe ich das ganze Ding, das wir verbrennen mussten, nicht gefunden. Da habe ich eine halbe Stunde gesucht und dann war es mir zu breit. Und das ist auch assi versteckt, das hängt an dem Kran dran. Ah. Ja, da habe ich auch bloß gestern, ich glaube, 3 oder 4 von 10. Also, da scheint auch die Dinger mal zum Schluss. Ja. Lieber so eine Story durch die ganzen Freischaltungen holen und dann ja. Ich muss die an der Schnall wirklich die Waffenkills dann schon mal machen. Ja. Ich glaube, ich habe das gehen auch schon. Beim nächsten Mal kommen sie alle. Oder viele. Sturmgewehr glaube ich nicht ganz reichen, aber ja. Ach, das geht schneller als bedenkt. Spätestens wenn du an der Stelle bist, wo du das machst, wo du, die Leute mit dem Seilen da, dann vorstellen, wenn du ziehst. Wenn du das machst, dann. Ja, in Shantytown. Eigentlich, das. Genau, das ist ja das recht gut voll. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, das Game. Ja. Wirklich, ich bin immer noch am Überlegen. Also, es würde mehr Sinn machen, wenn ich einfach sage, ich mache schnell Syndicate. Aber aus irgendeinem Grund habe ich Bock auf Witcher 3. Und das halt auf 100% mit dem Valhalla. Könnte ich auch machen, klar. Aber ich habe aus irgendeinem Grund Bock auf Witcher. So. Cameron will ein paar Frauenfilme gucken, wenn wir wieder auf der Farm sind. Und ich so, fuck yeah! Und fuck sie so, yeah. Was? Und ich so, Mädchen, nur weil ich auf Knarren und Stahl stehe, muss ich doch nicht Liam Hemsworth hassen. Ich meine, fuck! Liam Hemsworth! Verdammt! Ziel gefunden! Ich habe es geschafft. Ja. Wenn wir es gerade so direkt nachgehen, mal kurz dampfen noch mal eine Runde. Mal gucken, was Stefan so sagt. Genau. So. Wir haben es ja eh schon 12, also ich würde sagen, wenn das sich um 1 in 2 geht. Ja. Ja, aber die Switch dann generell auf Shocks. Mir egal. Ja, das meine ich ja. Also wenn das sich spätestens bis um 1 nicht meldet. Ja, mir ist es auch wurscht. Also immerhin, wir haben den Multiplayer fertig, ob wir jetzt nur heute die Story anfangen oder dann morgen von Anfang an. Ja, morgen kann ja auch früher. Das war jetzt heute nur, wenn wir nochmal hier zum Abschluss gegrillt haben. Bevor so gesehen hier Sarahs beste Freundin plus Mutter in Urlaub fahren. Weil die fahren morgen früh. Sind ja zwei Wochen weg. Und ja, hier, ja. Ist gut. Ja. Also morgen ist wieder mal früher. Geiler, ist doch tausendmal geiler als nur zu zocken. Also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, grillen oder zocken, dann würde ich auch was mal sagen, grillen. Ja, ja, war so eine relativ spontane Entscheidung. Weil die war eh den ganzen Tag hier, also die Tochter dann von der Sarah. So, dann hab ich gesagt, ja, komm, die also. Tochter von der Sarah. Ja, was? Nee, von, was? Nee. Du hast gesagt, die Tochter von der Sarah. Nein. Ja. Ich meine, ich weiß ja, was du meinst, aber trotzdem erst so, hä? Nee. Ja. Hab ich gesagt, ja. Frag's halt mal, ob sie mitgehen will. Ich fahre eigentlich einkaufen, dann hol ich mir noch hier was zu grillen und so. Ja. Ja, die war eh schon doof, Stress mit ihrer Sachen packen, Zeug und bla bla bla. Wollte ich mir die ja zwei Wochen wegfahren, da brauchst du ja jede Menge Klamotten, so ein Scheiß. Das Ding ist, das geht so lange es noch geht, weil wer weiß, wie das Wetter da aussieht. Das ist momentan so ein Hin und Her. Aber bei uns hier seit Tagen bombenwarm. Kein Regen, kein gar nichts.
Bei uns immer zu mischen, was Grausonne, Grausonne. Chill wär's. Heute gegen Nachmittag, ja. Aber aus heute. Die letzten drei Wochen, Bulle. Ja. Ich bin nur so froh, dass ich nicht mehr so Hitze empfinde. Ich bin seitdem ich mich bewege und Zeug mache. Migräne so gut wie nie. Was ich ja früher immer wieder hatte. Jupp. Also es hat schon. Ich bin schon froh, dass ich mich dazu entschieden habe, mal ein bisschen was zu machen. Ja, jetzt geht's mir definitiv besser. Jetzt ist es besser. Ja. Das Einzige, obwohl ich extrem viel laufe, Laufband und hast du nicht gesehen, meine Beine, ich weiß nicht, die fühlen sich, auch wenn ich mich die ganze Zeit erhole, die fühlen sich an, als ob die überhaupt keinen Bock hätten. Zurück zu meinem Videospiel. Ich leg da gerade dieses blaue Alien mit dicken Glocken flach und dieses Schildkröten-Alien. Der schnell grau oder was? Ich spüre meine Beine sehr schnell, ja. Ich weiß aber nicht warum. K.O. Nein, das dauert das auch ein bisschen länger, bis ich K.O. bin, aber... Ne, ich meine von den Beinen her K.O. Was ich, wenn du so einen Zittrig und so einen Scheiß kriegst, mit den Beinen dann... Nee, so nicht, eher so einfach müde, so kein Bock. Ah, schlecht erzogen. Dann brauche ich immer erst so, keine Ahnung, so ein Kilometer, zwei, bis die dann merken, oh, okay, jetzt geht's. Die Mutti. Und das dritte Ball bei mir ist gefällt auch. Ja, natürlich. Wenn du lieb guckst, dann nickt er dir sogar zu. Der wichtigste Muskel. Oh ja. Da hänge ich mir auch jedes Mal so ein 10 Kilo Gewicht dran. Ein 10 Kilo, ja genau. Mein Kilo, der ist vielleicht noch schaffen, ja, aber. Na gut, ich hab's noch nie ausprobiert. Ey, ich stell mir das vor, so ein Fitnessstudio, weißt du, die Muskelbänder pumpen da, machen die mit ihren Armen so übelst geil, du stehst da Hose runter, Gewicht dran, oder? Das Bild! Ich will noch, dass du den dann auch so nach oben beugen kannst, weißt du, mit die Arme, damit er nicht gemacht wird. Ich würde gerade sagen, dann direkt nach vorm Spiegel so rumflexen. Ja, genau. Oh mein. Die Arme an der Hüfte. Na, dann geht das Köpfchen aber nach oben, du. Und bei dem, wo das sehen, geht das Köpfchen nach unten. Geil. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Hi. Hi. Ja, lass ja halt aus, wenn ihr den Rising laufen, oder? Dann bloß so ab, ja, wie gesagt, was du sagst. Genau, mach das noch in Ruhe und dann sind wir. Ja, und wenn du halt wiederkommst und es geht immer noch nichts, dann switcht halt um und dann machen wir morgen Story. Ja, eben. Immerhin, der Multiplayer ist durch. Das ist ja wupp disconnected. Ne, pass auf, wir sind jetzt fertig und dann... Oh, mein Strom geht wieder. Ja, was ein Zufall. Ding.
Was für König? GZ. Was für König? Du hast alle Kombi-Waffen-Baupläne im Mehrspielermodus geschafft. Ja. Was doch? Ach, wegen dem Bauplan von 50 mehr Erster, ne? Ja, genau. Also, ich dachte jetzt schon, ich bekomme irgendeine Antritte. Nee, die passt schon. Ja, nice. Sehr geil. Dann kriege ich dich wunderlich genau raus, hast du noch nie gehabt, dann haust du dich ja mit raus. Ja, alles gut. Ja, genau, es passt, jetzt warte auf andere Spieler. Ja, mach ich gerade so, schreibst du einen Chef an oder soll ich? Ja, ich kann ja immer fix schreiben, wie es aussieht. Ja eben, da bleib ich aus der Sonne drin bei Dead Rising, ne? Im Spiel. Da darf ich einfach kurz mal abhören und gucken, was er meint. Ja. Passt. Ja, dann bis gleich, ne? Bis gleich.
Servus. Bibi. Okay. Na, ja, hat sich noch nicht gemeldet. Nö. Na, dann machen wir es halt so. Dann machst du jetzt Watch Dogs an. Ich habe ja in WhatsApp geschrieben, dass wir dann zur Not morgen dann mit der Story anfangen. Dann machst du jetzt halt noch 3 Stunden Watch Dogs. Ja. Hey, das war's auch gesagt, ja. Weil kommt da bisher nichts. Ja, und der hat ja auch noch NHL, also sein Eishockey und so, was er spielt, spielen kann, wenn er wieder Strom hat. Spielen könnte. Ja. Nö, dann machst du Watch Dogs, dann machen wir morgen schön gechillt von Anfang an die Story. Jo. Haben ja jetzt alle das fertig, das ist ja auch schon mal was wert. Ja, eben. Ja, was machen wir so, ja? Ja, nochmal gucken. Sind wir schon bei sensationellen 42%? 32. Ja, ich hab 42. Ha! Guck dir das an. 0,2% haben das mit dem Bastelkönig. Ja, na klar, sei halt jedes der Grind. Mal ein Trophy Hunter, würde ich mal so behaupten. Und vielleicht die Hardcore-Fans. Also die 10 Leute auf der Welt. Na. 11, ja. Aber ich muss sagen, die Vorgänger, die waren also wesentlich angenehmer als auch vom Multiplayer, wenn ich das noch halt jetzt richtig im Kopf habe. Ich kenne gar keins von denen, weil ich bin ja eh nicht so der Zombie-Fan, aber ja. Ich eigentlich auch nicht, aber von so witzigen Games dann schon. Naja, dann schließe ich jetzt das Spiel, dann wünsche ich viel Spaß bei Watch Dogs, da gucke ich jetzt noch ein bisschen zu. Oh ja. Und dann bis morgen zur Story. Ja genau, ja. Dann viel Spaß dir noch, ne? Ja, was heißt viel Spaß? Ich gucke dir zu, also sitze ich wahrscheinlich nur weinend vom PC. Ja. Ja, ja. Nee, also dann bis morgen. Jo, bis später. Tschö. Jo, Ladies, ne, machen wir es jetzt halt so, Stefan hier reagiert bei WhatsApp, bei WhatsApps, genau, bei WhatsApp, so rum, nicht mehr. Ja, lass uns hier einfach an der Stelle jetzt gut sein mit Dead Rising, das switche ich jetzt tatsächlich dann um hier auf Watch Dogs 1. Machen wir da noch gute 3 Stündchen, knapp 3 Stündchen weiter. Und dann, ja, sehen wir schon. So, jetzt denken wir fürs Zuschauen, was Dead Rising betrifft. Und wie gesagt, hier, springen kurz aus, gleich wieder an mit Watch Dogs, von dem her, ja, bis gleich.